was mal sehen, ob es geht. Stopp gleich mal. Tut sich gar nicht. Ah, da hat wahrscheinlich eine automatische Erkennung hier. Okay, wir wechseln mal das Netzteil. So, jetzt sind wir bereit. Achtung. Aha. Das ist ein Motor, der nur mit Hochspannung läuft. Aha. Aha. Und das Ding wird ja immer schneller und schneller und schneller. Ne? Spannung ist jetzt 12 Volt, Eingang. Hier ist jetzt ein Zeilentrafo. Es knistert ein bisschen, weil es noch ein bisschen feucht ist, gell? Ja, und das Ding rennt wie Sau. Oha. Na, hier ist was los. Theoretisch ist die Drehgeschwindigkeit unendlich groß, wenn jetzt keine. Weil wenn der am Vakuum gebaut werden würde und mit Magnetlagerung? Nee, Vakuum nicht, also das geht durch die Ionen. Ah, so, alles klar. Mhm. Also ein bisschen Luftreibung. Die Ladungen, die lagern sich immer an der Oberfläche an, ne, und werden von der anderen Elektrode wieder aufgenommen. Das wird richtig schnell, ja. Das riecht halt dann nach Ozon. Na sicher. Wenn du jetzt das Licht ausmachst, leuchtet das auch blau. Hast du hier ein leichtes Plasma? Moment. Wir machen es noch dunkler. Siehst du es? Dazwischen? Siehst du es? Ja, hier unten. Tatsache. Ja, die Kamera kriegt es leider nicht hin. Dafür ist es nicht so empfindlich. Aber das ist auch jetzt sehr schwach, ne? Also jetzt hier, siehst du ja, das ist nur. Was schätzt du jetzt, wie viel Volt wird jetzt unsere, also dein Zeilentrafo machen mit den 12 Volt? Das sind jetzt ungefähr so, naja, ich würde mal sagen so 10 kV, 15 kV macht es gerade. Aber die hat auch sehr, sehr wenig Leistung drauf. Ja. Aha. Wenn die jetzt voll wäre, wird es fast doppelt so schnell. Also, geht ungefähr so 300 mA gehen rein. 300 mA bei 12 Volt. Mhm. Ja, aber eben halt gepulst, ne? Deshalb brauchen wir eben trotzdem eine richtig volle Batterie am Eingang, ne? Mhm, ja, das ist halt eine Pulsschaltung drin hier. Für eine Ansteuerung für ein normales Zeilentrafo-Gerät. Die Kaskade ist im Trafo schon mit eingebaut, da ist eine Hochspannungskaskade drin, ne? Mhm. Und bringt dann halt die hohe Spannung. Und dann hier. Das wird er langsamer. Was hat er jetzt? Die Feuchtigkeit. Ja, manchmal, ja, das ist die Feuchtigkeit. Manchmal dann. Ach so? Ja. Ah, und dann fängt er von alleine wieder an, schneller zu werden. Also nicht richtig isoliert, hier siehst du es. Ich finde es auch immer mal ein bisschen, ne? Ja, knistert ganz schön. Aha. Alter, echt der Wahnsinn, René. Jetzt wird er wieder schneller. Hörst du es? Jawohl. Komm schon. Oh, kribbelt es mir so in die Hände oder merkt man da was? Ich merke nichts. Gut, dann kribbelt es mir wahrscheinlich nur so in die Hände. Ja, das ist eine schöne Spielerei, aber wie gesagt, du kannst also dann hier drin noch eine Zündspule und Kondensator betreiben gegenläufig und dann holst du aus der Zündspule auch wieder Energie raus. Mhm. Ding läuft trotzdem. Mhm. Also wird auch noch ein Haufen Energie vernichtet hier sozusagen. Ja, ja. Ach, jetzt macht das Leder richtig hoch. Ja. Scheint es ihm zu gefallen hier. Mhm. Kann man durchgucken, ne? Durch den Rotor. Ja, könnte man nicht mehr durchgucken. Jawohl.
Das ist eine nette Spielerei, oder? Was da noch alles möglich ist.